Ja. Guten Tag. Was müsst ihr denn Schönes Hallo. verkaufen? Ja. Also Andrea Dalto, mein Name, von Gate Trading, von Support Gate Trading. Ich melde mich aufgrund Ihrer Anmeldung. Ja, welche Einmeldung denn? Also durch ein Werbung, Sie haben Interesse gezeigt an Wann denn? Online-Handel. Und Wann dann war möchte denn ich das? Ihnen gerne das Plattform zeigen. Ja, wann war denn Haben das? Sie kurz Zeit? Kriegst du die Frage auch noch beantwortet, die ich schon dreimal gestellt habe, oder hört es da schon auf mit dem Skript? Nein. Nee, kriegst du nicht Da beantwortet. können wir ruhig miteinander sprechen. Genau, dann sag doch. Habt ihr doch was gefragt? Ja. Also, schalten Sie Ihre Rechner an und ich werde Ihnen die Seite buchstabieren. Ich hatte dich was gefragt. Bitte? Ja, ich habe gefragt, wann ich mich angemeldet habe. Am 11.12. Am 11.12. 2022 haben Sie sich angemeldet. Ja, abgefahren. Bitte? Tja, abgefahren. Ich höre Sie ganz schlecht. Ja, vielleicht mal Ohren waschen oder das Ohrenschmalz da aus dem Headset ein bisschen rauspulen, dann könnte das deutlicher Okay, ich werden. habe eine Frage noch. Haben Sie Führerschein? Nee, und Sie? Ja, habe ich. Haben Sie Auto? Wozu brauche ich denn ein Auto? Okay, dann gehen Sie ganz schnell bei deinem Mutter, holen Sie ab und Ja. kommen bei mir. Ich werde deine Mutter zerficken. Oh, schön, Mensch. Danke. Ciao. Tschüss, Sie Betrüger. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder ganz viele verschiedene kleine kurze Telefonate mitgebracht, die so einzeln nicht für ein eigenes Video ausgereicht haben, doch aber trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da für Menschen an der Telefonleitung haben. Ja, natürlich nur Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Den Beweis habt ihr hier natürlich schon gehört. Absolut erste Sahne, was man hier für Menschen präsentiert bekommt. Doch hört selbst. Nun folgen noch viele weitere kleine kurze Gespräche mit vielen kleinen und Großkriminellen, die nichts anderes im Kopf haben, außer, tja, mit irgendwelchen dummen Aussagen an unsere Knete zu kommen. Derek. Ja. Okay. Hallo, guten Ja, Tag. was hast du denn? Andrea Dalton, mein Name. Aha. Von GateTrader. Aha. Gate-Trader. Ja, Ja, interessant. Onlinehandel, sehr gerne Bitcoin. Aha. Ja, haben Sie da eine Erfahrung gehabt? Nö. Also haben Sie eine Erfahrung damit früher gehabt? Hast du das gerade geantwortet? Bitte? Habe ich doch gerade geantwortet. Haben Sie Erfahrung, habe ich gefragt. Naja, und ich habe doch schon geantwortet darauf. Okay, also wie war Ihre Erfahrung damit gehabt, an Onlinehandel? Ja, nicht vorhanden. Okay, in Ordnung. Wiederhören. Aha. Sehr interessant. Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Ja, Sie sind ein Eine Betrüger, Frage habe ich richtig. noch, eine Frage habe ich noch. Haben Sie Führerschein? Willst du meine Haben Sie. Mutter abholen? Ja, aber ich muss sie alleine machen. Du bist Pa. Tja, ist er nicht nett, der tolle Betrüger? Da hat er tatsächlich nochmal für den nächsten Datensatz bei uns angerufen und hat tatsächlich eins zu eins den gleichen Joke nochmal gebracht. Also ein bisschen Low Profile ist es auf jeden Fall, was der sich da so einfallen lässt. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit den nächsten Betrügern an der Leitung. Betrüger-Sammelstelle, schönen guten Tag. Tja. Hello, can I speak with Gerald Oh, kannst du auch Steiner? in eine andere Sprache rumlabern? Hab mich ja schließlich hier. Nee, eine andere Sprache kann die hier leider nicht. Hat schon wieder direkt aufgelegt. Schauen wir mal, wie sich der nächste Betrüger so schlägt. Jo, hallo? Tja, ist keiner dran. Den lege ich jetzt auf. Tschüssi. Tja, und immer wieder hat man dann so ein Gespräch mit dabei, wo einfach sich überhaupt niemand mehr meldet. Und könnte so ein Ping-Call sein, wo die einfach nur automatisiert ja, auskundschaften wollen, ob die Telefonnummer noch benutzt wird, ob da noch jemand erreichbar ist, den man betrügen kann. Könnte aber vielleicht auch einfach sein, dass der Mitarbeiter vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Telefon geklingelt hat, also mein Datensatz hochkam, nicht an seinem Platz saß oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall immer wieder komisch, dass die Betrüger permanent bei einem anrufen und dann niemand an der Leitung ist. Irgendwelche Gründe wird es schon haben. Welche werden sie uns aber wohl nicht verraten? Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, ist das Terminal? Wir Sie sind ganz schön leise. Wie bitte? Leise. Leise? Ja.
Okay, Sie haben bei unserer Trading-Plattform registriert. Ich habe verstanden, dass Sie möchten jetzt traden, oder was? Ich habe mich nirgendwo registriert. Das war im Internet. Das war über Trading. Ja, und ich habe verstanden, dass Sie haben Interesse zu traden. So. Und Sie möchten ein Handelskonto bei uns aktivieren. Immer nicht. Nicht? Nö. Nö. Okay, aber warum? Ich weiß ja nicht mal, warum Sie mich anrufen und wo Sie meine Daten hinhaben. Nun, Sie haben im Internet das gelassen, kann man so sagen. Aha. So. Und da ruft man dann einfach so Leute an. Wie bitte? Und da ruft man dann einfach so Leute an. Ja, ich habe Ihnen angerufen, denn Sie haben bei unserer Plattform angelassen, die Daten. Mhm. Ja, und Sie haben ihn angerufen, denn Sie hatten Interesse dort. Was jetzt? Ganz einfach. Wann denn? Hallo. Dieses nette Exemplar hat sich auch auf jeden Fall ziemlich schnell wieder aus dem Staub gemacht, nachdem er seinen Blödsinn durchs Telefon gerülpst hat. Ich weiß mal auch nicht. Das Problem ist halt, dass die wirklich auf Masse überall anrufen und, naja, so lange telefonieren und so viele Menschen anrufen, bis irgendjemand oder irgendwann irgendjemand da schon mitmachen wird bei diesem Blödsinn. Das ist das Traurige an der Geschichte. Es braucht halt einfach immer nur den richtigen Betrüger für die passende Betrugsmasche, wo man eben dann drauf reinfällt. Sollte man auf jeden Fall immer achtsam sein, denn es gibt nicht nur solche Betrüger, wie wir sie hier auf dem Kanal hören, die ziemlich einfallslos sind und immer wieder das gleiche Skript wiederholen. Es gibt auch den ein oder anderen, ja etwas professionelleren Betrüger, die sich dann doch etwas besser ausdrücken können. Und da könnte der Betrug dann schon eher klappen. Ja, sind ja lustige Hallo. Geräusche in der Leitung. Hallo, eine schöne Sonntag, spreche ich gerade im Zerschauen? Nee. Herr Steinfeger. Bitte? Herr Steinfeger. Okay, mein Name ist Katrin und jemand hat bei uns ein Konto erstellt. Jemand? Mit ihrer Telefonnummer. Sie schauen. Und wer hat das Konto erstellt? Das kann ich nicht wissen. Jemand mit dem Namen Sean Knusbig. Nee, sowas gibt's hier nicht. Haben Sie vielleicht Interesse online zum Investieren? Nö. Nein. Okay, schönen Tag dann. Tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, geht schon richtig seriös los, so ein Gespräch. Wenn man da von ja, Beginn des Gesprächs anhört, ja, keine Ahnung, wo die Daten herkommen und ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich habe halt einfach die Daten bekommen. Woher die Daten sind, ist mir doch egal. Ich will ja bloß Geld mit den Datensätzen verdienen. Ja, das vergessen die halt immer noch irgendwie weiter mit auszuführen. Es ist schon verrückt, dass die sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Tja, na klar, machen die sich keine Gedanken darüber. Ist vollkommen logisch, denn die wollen ja nur an eure Kohle. Bei einem seriösen Gespräch würde das Ganze sicherlich etwas anders aussehen. Aber die unseriösen Betrüger oder allgemein die unseriösen Firmen, die sind auf jeden Fall an ja, solche Gesprächsführungen definitiv zu identifizieren. Denn jedes vernünftige Unternehmen wüsste auch, wo es eure Daten her hat. Ja. Guten Tag. Hm. Hallo. Ja. Mit wem spreche ich denn da? Henry? Am Base am Apparat. Von Blockchain. Aha. Und weiter? Bitte. Ja, was möchten Sie denn? So, spreche ich mit Herrn Henry Schuppenkorn, weil ich bin nicht sicher, ob Sie Henry sind. Sie nuscheln so, man versteht kein Wort. Verstehen Sie kein Wort? Ja. Ja? Aber wissen Sie, verstehen Sie mir, dass Sie mir Ja sagen? Was? Sie haben mir Ja gesagt. Ich verstehe ja, kein Wort. Wegen was? Na, ich verstehe kein Wort. Und? Ist Ihr Problem, ist nicht meine. Aber Sie rufen doch bei mir an und wollen irgendwas. Ja, und? Ich habe Ihnen telefoniert, aber ich möchte mit einem Mann reden, ja, das gut spricht. Okay? Ich sagte die Frau, die kein Wort Deutsch vernünftig spricht. Ich finde, da sind Sie respektlos und nicht ein guter Mann. Tschüss. Okay. Ja gut, dann haben wir das geklärt. Also, ich weiß ja, dass ich mich wiederhole, aber das sind Anrufe von einer angeblich seriösen Tradingbank, die euer Geld in Treuhand verwalten möchten und vermehren möchten. Da ruft dann einfach mal irgend so eine Frau an, die ihre Zähne nicht auseinanderkriegt oder irgendwas anderes im Gesicht stecken hat, währenddessen sie mit euch da erzählt, man versteht kein Wort, weil sie sich irgendwas zurechtnuschelt und dann wird sie auch direkt auch noch unhöflich und beleidigend und ausfallend alles zugleich.
Ich meine, war ja jetzt hier mal nicht so der typische Ausraster, wie wir das von diesen tollen Mitarbeitern da aus den Callcentern kennen. Aber naja, was will man jetzt von so einer Frau haben? Also was will die? Und vor allem, wie will die damit sowas Erfolg haben? Ich meine, letztendlich habe ich eher nur das gesagt, was die Tatsache war. Sie soll mal ihre Zähne auseinanderkriegen und mal vernünftig erzählen, wenn sie irgendwelche Leute hier anruft. Ich meine, hier lag es ja jetzt noch nicht mal an ihrem Akzent. Sie hat einfach so unfassbar genuschelt, dass man kein Wort versteht. Aber gut, dann ist es halt so, wenn sie dann nichts verkaufen möchte. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann am Apparat. Ich melde mich von FCM Group. Es geht über Trading Online und über eine schlechte Erfahrung, was Sie früher gehabt. Können wir sprechen? Haben Sie Zeit? Was denn für eine schlechte Erfahrung? Bitte? Was denn für eine schlechte Erfahrung? Nee, wir sind hier, ja, Ihnen zu informiert. Wie können Sie ja etwas Gutes und Neues machen und das Geld, was Sie investiert früher, ja rekuperiert und ja zurückbekommen? Hab ja noch nie was investiert. Bitte? Hab doch noch nie was investiert. Aber Sie haben gesagt, ja, von unserer Assistentin, Sie haben eine schlechte Erfahrung gehabt über Trading Online. Habe ich nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt? Nee, das haben Sie gesagt. Hab ich Ihnen gesagt? Ja. Okay, wenn ich Ihnen sage, zum Beispiel, Sie haben eine Möglichkeit und Geld verdienen, was machst du? Was soll ich denn da machen? Weil wir garantiert Ihnen das. Ja, wenn ich arbeiten gehe, dann garantiert mir mein Arbeitgeber auch, dass mein Geld ausgezahlt bekommt. Ihre Arbeit? Ja. Aber von Ihrer Arbeit, Sie arbeitet etwas 8 Stunden oder 10 Stunden und Sie werden müde zu Hause. Nö. Ja, doch, nee. Nö, ich bin zufrieden. Nö. Wie sind Sie zufrieden mit diesem Job, wo Sie sind? Wieso sind Sie zufrieden? Warum lügen Sie, du Lüger, du Betrüger? Ach, ist ja interessant. Ah, du Betrüger. Gehen Sie weg von meiner Liste, du Betrüger. Geh weg. Gehen Sie weg. Weg von meiner Liste und nicht mehr anmelden. Okay? Ja. Na, für Tschüss. Sie werde ich bestimmt noch du mal nachmelden. Gehen Sie weg. Alle gehen. Genau. Ich sag's euch ja immer wieder. Es wird immer verrückter, immer bekloppter, immer ja weniger zu verstehen, was sie eigentlich von einem wollen, was das Ganze bringen soll, wohin das Ganze führen soll. Also ich meine, versteht das noch einer? Ich meine, die rufen bei einem an und erzählen von Anfang an irgendwelchen Durchfall. Aber vom Feinsten. Also ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, hier weiß ich jetzt nicht, ob der hier wahrscheinlich vielleicht schon vorher wieder Bescheid gewusst hat, wo er eventuell rauskommen wird, wenn er da anruft. Aber nochmal, jede seriöse Firma würde das einfach nicht bocken. Die würden den Datensatz zumachen und das Thema ist damit erledigt. Höchstens würden die vielleicht nochmal anrufen und bitten, dass man sich nicht mehr einträgt oder wie auch immer. Aber das Verhalten hier bestätigt einfach nur immer wieder ganz glasklar, mit welchen Menschen wir es hier zu tun haben. Richtig, mit Betrügern. Ja, guten Tag. Hallo, sprechen Sie gerade mit Herrn Sebastian? Sie sind sehr leise. Am Apparat ist Dennis Herr Ritter. Ich rufe Ihnen von Supportabteilung. Sie sind immer noch sehr leise. Nein, mal bitte? Sie sind wahnsinnig leise. Ich verstehe Sie nicht. Ich rufe Ihnen von Supportabteilung Investing.com. Sie haben eine Meldung bei unserer Firma gemacht. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja. Sie haben bei uns eine Meldung über Online-Investitionen gemacht. Erinnern Sie? So richtig, wer sind Sie denn? Haben Sie Erfahrungen mit Online-Trading? Wie heißen Sie denn? Nein, mal bitte. Ja, ich habe nach Ihrem Namen gefragt, den habe ich ja nicht verstanden. Hören Sie mich? Das ist schwierig, habe ich ja erklärt. Ja, und solche Kleinigkeiten reichen dann schon wieder dazu aus, dass die tollen Mitarbeiter an der Hotline überhaupt gar nicht mehr wissen, wie sie weiterverfahren sollen mit dem Kunden, weil das Deutsch hier an dieser Stelle einfach nicht ausreicht, um irgendwie miteinander kommunizieren zu können. Ich meine, sie hat mich ja hier nun wirklich 1A verstanden und ich habe ihr hier lediglich erzählt, dass ich sie nicht verstehe und die Qualität des Anrufs absoluter Müll ist, also sehr leise. Ich verstehe es nicht. Und da bricht man dann das Gespräch einfach direkt ab und legt auf, ohne noch irgendwas zu begründen. Sehr höflich. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja, so sieht es aus.
Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Christine Stolz. Ich rufe Sie an, weil Sie sich auf einer von unseren Trading-Plattformen angemeldet haben. Also Kryptometer, sagen Sie mir bitte, ist das für Sie aktuell oder haben Sie sich umentschieden? Jo, da ist aktuell, da kann man mal gucken. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Okay. So, könnten Sie ein bisschen ausführliche Informationen bekommen oder was? Ja, erzählen Sie ruhig ein paar ausführliche Informationen. Okay, so. Aber darf ich präzisieren, ist das für Sie echt interessant? Also, ja, damit wir nicht beide Zeit nicht verschwenden. Nur wenn Sie nicht wollen, dann nicht. Naja, okay, dann erzähle ich Ihnen, ja, gar kein Problem. So, unsere Firma bietet solche Optionen an, ein Finanzanalytiker oder ein Roboter. Der Finanzanalytiker hat mehr als 8 Jahre Erfahrung und entwickelt für Sie Ihre persönliche Strategie im Trading. Auch berücksichtigt solche Ereignisse wie zum Beispiel, wissen Sie, mit Cristiano Ronaldo, als er auf der Pressekonferenz die beiden Flaschen von Coca-Cola von ihm weggeschoben hat und tauschte sie gegen eine Flasche Wasser aus. So, das hatte sehr starken Einfluss auf Aktionen von Coca-Cola. Und dann sie begonnen sehr stark zu sinken. Also das berücksichtigt der Finanzanalytiker. Der Roboter macht dagegen alles automatisch, aber leider sehr automatisch, sodass er solche Ereignisse nicht beachtet. So, welche von diesen Optionen gefällt Ihnen am besten? Das mit dem Wasser. Entschuldigung, könnten Sie bitte wiederholen? Das war ein bisschen leise. Das mit der Tasse Wasser, das mit der Cola, das mag ich nicht, weil Cola ist ja ungesund. Ja, Cola ist ungesund, ich bin einverstanden. Ja. Aber das war über Aktionen, es geht einfach um Aktionen. Sie sind in der Lage, Cola gar nicht zu trinken, wenn Sie keinen Wunsch haben. Ja, dann nehme ich einen Orangensaft. Ja. Also, ich schätze, das ist für Sie gar nicht interessant. Naja, und ich habe keinen Bock, mit Polen zu sprechen. Ja, schönen Tag. Aber warum danke machst du für dieses Gespräch. Besuch da? Das ist doch nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Einverstanden. Okay. Ja. Ciao. Tüdelö. Na also, ein schöneres Verkaufsgespräch kann man sich doch nun wirklich nicht vorstellen. Da ruft euch die nette Bankberaterin von irgendeinem Tradingladen an und erzählt so im ersten Satz, eigentlich habe ich gar keinen Bock heute zu arbeiten und auch wenn du keine Lust hast, dann können wir es uns ja auch gleich ersparen, das alles zu erzählen. Ja, genau. Also so erwartet man halt eben den Kundenservice von einer Betrugsfirma, wo man danach das Geld eigentlich nur los ist. Ja, hallo. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Kott? Ja. Hallo Herr Kott, das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Ich brauche mal die Lizenznummer. Ja, welche Nummer? Ihre Lizenznummer, damit ich gleich gucken kann, ob das Betrug ist oder nicht. Okay. Können Sie die Nummer zu notieren? Mhm. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Ja, kann losgehen. Okay, so, die Nummer ist 305. 305. Ja, dann ist 821. 821. Ja, und die letzte ist 887. 887. Und bei wem sind Sie lizenziert? Wir arbeiten unter der Jurisdiction der Europäischen Kommission für Finanzaufsicht. Also FCA. Ja. Mhm, dann prüfen wir mal die Nummer gleich mal. Okay. So, die Nummer ist 305 821 887. Habe ich. So. Okay. Ich werde Ihnen meine Kontaktdaten auf Ihre E-Mail zuschicken, wenn Sie fertig sind mit dieser Sache. Sie können mich einfach eine E-Mail zuschicken und wir da werden kann man sein lassen. Ich habe schon festgestellt, dass das Betrug ist. Das ist eine Immobilienfirma unter dem Namen registriert. Ist Betrug. Ja, und genau so arbeiten die Betrüger. Die erzählen einen irgendwas davon, dass sie lizenziert sind und das tun dürfen, was sie da tun.
Nun ja, nur dass das halt eine komplette Lüge ist und die das nicht tun dürfen, was sie dort tun, und die sich einfach die Lizenznummern von anderen Firmen klauen, ja, das kennt man schon. Ich meine, die Betrüger, Plattformen heißen auch ziemlich oft so wie bekannte echte Plattformen oder Bankwebseiten, die dann halt einfach nur den Namen missbrauchen. Manchmal haben die Betrüger gar keine eigene Webseite und nennen einfach nur den Firmennamen von einer fremden Firma. Den Einzahlungslink schicken sie euch ja in der Regel immer per E-Mail, damit man darüber dann einzahlen soll. Tja, hat halt auch nur den Grund, damit man nicht bei der originalen Firma einzahlt, sondern ja direkt das Geld zum Betrüger überweist, damit der es sich direkt in die Tasche stecken kann und damit direkt aus dem Staub machen kann und ihr dann keine Beweise mehr weiter habt, außer den Anhaltspunkt der echten Firma. Wenn ihr doch jedoch da anruft, habt ihr da sicherlich nicht mal ein Konto. Ja? Ja, hallo? Hallo? Spreche ich mit Herr Luis Sanso? Ja, so ähnlich. Wie bitte? So ähnlich. Schon nett, irgendwie. Die Betrügerin spricht mich quasi mit meinem echten, nicht richtig ausgesprochenen Namen an und ich mache ihr das deutlich, indem ich ihr sage, so ähnlich. Also in dem Satz habe ich ihr ja damit eigentlich gesagt, dass sie schon richtig ist, nur meinen Namen halt eben falsch ausspricht. Aber es hat schon ausgereicht, dass er das Gespräch beendet. Tja, wenn es immer so laufen würde und die Betrüger sich bei diesen Kleinigkeiten schon aus dem Staub machen, das wäre schon toll. So würden wenigstens nicht mehr so viele Menschen beschissen werden. Ja, bitte. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Matthias Lang ist am Apparat. Ist denn Willy Lips zu sprechen? Nee, ist verstorben. Verstorben, dann wünsche ich ihm was. Alles Gute. Mhm. Schon schade, wenn man die Lily Lips nicht mehr erreichen kann. Die wird sicherlich irgendwann anders mal wieder geben. Ja. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Martin? Ja. Hallo, grüßen Sie. Manuel Pesnitz für Sie da. Ich sehe, dass Sie sich heute bei uns angemeldet für Online-Handel, also für das Bitcoin-System. Richtig? Rufen Sie dann einfach an. Wie bitte? Da rufen Sie dann einfach an. Ja, deswegen bekommen Sie diese andere von mir. Ach so. Ja, habe ich aber schon für unseriös befunden. Ich wollte Ihnen noch fragen, ob Sie noch Interesse haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen. Ich denke, dann haben Sie ja jetzt die Antwort. Ja, bitte? Ich denke, dann haben Sie ja jetzt die Antwort. Ja, und? Was und? Habe ich Ihnen doch schon gegeben, die Antwort. Haben Sie Interesse oder nicht, Herr Martin? Nee. Sie haben kein Interesse, Geld zu verdienen. Nur doch, aber ich möchte nicht mit einer kriminellen Firma zusammenarbeiten. Ja, aber ich brauche keine Informationen. Was möchten Sie denn jetzt was machen? Jetzt was machen wir? Ja, weiß ich nicht, was Sie machen möchten. Und Sie haben kein Interesse, Geld zu verdienen? Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich kein Interesse habe, mit Betrügern zusammenzuarbeiten. Ja, aber warum Betrüger? Ja, warum Betrüger? Entlarvt habe auf Ihrer Webseite, fehlt ja alles. Kein Impressum, keine Lizenz. Bei welcher Webseite haben Sie das gesehen? Ja, die ich vorhin aufhatte, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Also unsere offizielle Webseite ist Exterm. Ja, kann sein. Ja, aber wir sind kein Betrüger, ja. Bitte reden Sie nicht so. Ja doch, ich weiß den Betrug. Ich sah nach Betrug alles aus. Nein, ja, warum reden Sie so? Wissen Sie, wer... Weil ich das so empfunden habe, deswegen rede ich so. Wissen Sie, wer sind Sie? Ich weiß schon, wer ich bin, ja. Mhm. Ja, und Sie haben also kein Interesse, Geld zu verdienen. Na, wie gesagt, ich habe schon Interesse, Geld zu verdienen. Nur nicht bei Ihnen, weil Sie arbeiten nicht seriös. Natürlich, dass wir arbeiten ganz seriös. Also machen Sie Spaß nicht mehr. Empfinde ich nicht so. Habe ich ja, das Gegenteil herausgefunden. Warum denken Sie so? Na, habe ich doch vorhin erklärt. Ich weiß nicht, hören Sie eigentlich auch zu oder... Das ja, ich höre es schon. Sinnlos. Das ist scheinbar alles sinnlos da bei Ihnen. Jetzt, was werden wir machen? Weiß ich nicht, was Sie machen möchten. Suchen Sie doch mal einen anständigen Job oder so. Würden Sie wenigstens was Sinnvolles tun. Okay, alles klar. Ja. Schönen Tag noch da von mir. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Das mit dem Auflegen hast du noch nicht so drauf, ne?
Ach, ist das immer wieder schön, diese tolle Sprachbarriere, wo sie einen dann überhaupt nicht verstehen, aber ja, alles Mögliche verkaufen wollen. Schon interessant. Die wollen von uns die Kohle haben, aber nicht mal im Ansatz, nicht mal im Entferntesten können sie irgendwie unsere Sprache flüssig und dann auch noch verstehen und verarbeiten, was der Kunde da irgendwie von sich gegeben hat an der Telefonleitung. Ach ja, so ist das halt. Tja, da fragt man immer wieder nach, ne, ob man das dann doch noch haben möchte. Die Hoffnung schob der bekanntlicherweise wohl zuletzt. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Henry Siebengrün? Ja. Mein Name ist Mark Berger am Apparat. Ich melde mich von der Firma CoinMarketCap. Wegen der Registrierung, welche Sie gemacht haben beim Investing.com. Erinnert Sie sich? Nee. Okay. Also, vielleicht Sie haben eine Anzeige beim Facebook oder beim Instagram gesehen. Und dort haben Sie Ihre Daten eingegeben. So habe ich Ihre Nummer bekommen. Aber kein Problem. Also, haben Sie Erfahrung mit einer Trading-Firma? Nö. Haben Sie keine? Haben Sie keine Ahnung, was Bitcoin ist oder was Tesla, Amazon? Nö, was macht man damit? Okay, also wir sind wie gesagt eine Trading-Firma und wir investieren zusammen mit dem Kunden, mit den Leuten, in verschiedene Marken wie Tesla oder Amazon oder Bitcoin oder so, um die Profite und auch Gewinne zu erreichen. Aha. Ich weiß nicht, ob Sie Interesse dafür haben, dass ich weiter Ihnen erzähle, was wir bei unserer Firma machen. Klingt komisch. Was klingt komisch? Ja, klingt komisch. Ja, okay, aber was klingt komisch? Ja, der Anruf klingt komisch. Warum haben Sie Ihren Daten eingegeben dann, wenn alles komisch ist für Sie? Ja, weiß ich ja nicht, wann ich das gemacht haben soll. Das fängt ja schon an. Mhm. Und wo finden Sie hier die Sache, welches komisch ist? Na, der ganze Anruf ist komisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, es ist sehr, sehr leicht. Also, ich rufe Sie, wenn Sie Interesse haben, geht zum Investieren, dann wir fangen zusammen ein Geschäft. Und hier sehe ich gar nichts komisch. Nee. Ich find's komisch. Ich mache auch keinen Spaß, also ich bin seriös mit Ihnen. Und ein ja, Mann... Seriös klingt das jetzt nicht. Nochmal? Ich sage, seriös klingt das hier nicht. Warum klingt es nicht seriös? Ich finde, es klingt nicht seriös. Okay, aber es gibt einen Grund, glaube ich. Ein was? Grund. Ja, es klingt nicht seriös, da brauche ich keinen Grund für. Ich finde, es klingt nicht seriös, ist nicht vertrauenserweckend, brauche ich keinen extra Grund für. Verstehe ich. Okay, dann... Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß. Ja, wünsche ich mir auch. Tja, zumindest sind die wenigstens unterhaltsam mit ihrer ja, Art und Weise, uns irgendwas verkaufen zu wollen. Ich finde es immer wieder höchst interessant, dass die Nein ja sehr ungern akzeptieren. Ich meine, der ist hier zumindest mal nicht ausfallend geworden, aber sehr, sehr nervig. Auch das würde eigentlich eine seriöse Firma so definitiv nicht tun. Wenn man da einmal Nein sagt, dann sollte es eigentlich ausreichen, nicht noch weiter von denen belästigt zu werden. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Was denn? Julia Massa am Apparat von Prime Markets. Aha. Es geht um Onlinehandel, da wo Sie eine Registrierung bei uns gemacht haben. Und wen wollen Erinnern Sie sprechen? Das? Mit Herr Peter. Herr Peter gibt's hier nicht. Okay, sind Sie Herr Peter, oder? Nee, Herr Peter nicht. Okay, aber... Können Sie mir sagen, bitte, wie heißen Sie, Ihren Namen? Das geht sich ja nicht an. Okay, einen schönen Tag noch. Hallo? Was denn? Also, ich habe Ihnen gesagt, sind Sie Herr Peter, oder? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt beantwortet, oder nicht? Ja, bei Ihnen sehr wenig. Noch einmal wieder. Ja, habe ich Ihnen doch beantwortet. Okay. Also, ich melde mich von Prime Markets. Ja, interessiert mich doch nicht. Wo haben Sie denn die Nummer her? Sie haben bei uns eine Anmeldung nee, gemacht. Nee, habe ich nicht. Mit Ihrer. Was haben Sie denn? Sie erinnern nicht, aber Sie ich haben eine Anmeldung gemacht. Nee, habe ich Daten. Nicht, aber Sie möchten ja auch nicht zu mir. Es gibt hier keinen Herrn Peter. Einen schönen Tag noch. Die einfachsten Dinge stellen sich bei den netten Mitarbeitern von den Betrüger-Hotlines schon als schwierig heraus. Tja. Es ist halt ein Problem, wenn man jedes Mal mit dem Namen in Verbindung mit Herr angesprochen wird. Also komplizierter und komischer und, ja, weiß ich nicht. Was soll das werden? Es ist doch einfach nur noch komisch, wenn die einen mit Herr und dem Vornamen ansprechen. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und dann wundern die sich, wenn man da nicht mitspielen möchte. Ja, hallo?
Hallo. Hallo. Guten Tag. Sprechen Sie gerade mit Herrn Martin? Nee, es gibt keinen Herrn Martin hier. Sind Sie? Nee. Nochmal? Nein. Hallo. Ja. Sind Sie der Herr Martin? Nein. Frau Schneider? Nein? Okay, ich entschuldige mich wieder, Herr. Tja, hätte auch diese nette Püppi hier gleich den Nachnamen genannt, dann hätte ich mich auch angesprochen gefühlt. Tja, klar entstehen dadurch ziemlich viele kurze Telefonate, aber naja, zeitlich ist es natürlich auch nicht immer einfach zu gestalten, unbedingt viele lange Telefonate hinzubekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal online haben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.